Ja, hallo liebe Leute, ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal. Ich bin der Thorsten vom Kanal Time to E-Bike. Ja, wir sind heute mal wieder mit allem Mann versammelt hier in der Nähe von Frieden. Und zwar machen wir heute wieder eine Community-Tour. Und zwar wollen wir heute mal ein Stück nach Holland rüberfahren. Das ist irgendwie in die Richtung da hinten. Da wollen wir gleich mal hin. Ja, und wie ihr seht, das ist schon richtig was los hier. Ich glaube, 48 Personen an der Zahl. Also ich glaube, das wird heute wieder ein spannender Tag und sehr lustig und sehr witzig. Und ja, seid dabei, wir fahren jetzt los. So, wir machen uns startklar, wie man sieht. Und wer sich auch startklar macht, ne? Das ist die Cleo. Cleo, fährst du auch mit? Cleo. Na klar. Hopp. Der Electric Devils Hund. Ja, geht nicht. Einstein geht nur mit Lecker. Ja, siehst du. Kriege jetzt auch ein Leckerchen, wenn ich losfahre. Ich Bitte. glaube, ich habe das noch nicht probiert. Was hast du denn zum Anbieten? Frohlich unterwegs. Nee, danke, dann kannst du selber essen. Ja, jetzt machen Sie alle bereit. Wir schwingen uns jetzt auf Fahrräder und dann geht das los, würde ich sagen, ne? Mit dem ganzen Tross. Gucken wir, wie das heute so wird. Ich bin echt gespannt auf nette Gespräche und ein paar neue Leute kennenlernen. Ja, sehr cool. Wieder genial hier zu sein. Macht Spaß. Kleine Runde, da sind die Flamingos für die YouTuber. Kleine Information, die sind da, weil wir knapp ein paar tausend Lachmöwen da haben, die ins Wasser scheißen. Und, ja. Wir haben sie schon gesehen. Ja, und da sich Krebs angesiedelt haben und dann die Flamingos eingekommen sind. So, meine Lieben, der Thorsten von Time to E-Bike und natürlich die Nicole sind auch hier. Selbstverständlich. Die uns hier begleiten, da freut mich ganz besonders natürlich, ne? Sind alle hier vertreten. Wenn die Electric Devils rufen, dann sind wir sofort zur Stelle, da gibt es gar keine Frage, da schwingen wir da werden die Sattel geledert und die Reifen aufgepumpt und dann starten wir. Sehr geil. Also auch mal in die Videobeschreibung gucken, ne? Verlinke hier den Kanal Time to E-Bike, schaut mal rein. Und immer gucken, Black Max, ganz wichtig. Da ist der Malexios, die kennt ihr vielleicht auch schon alle. Auch mal dabei heute. Wie geil ist das denn? Voll Moorgebiet hier. Kennt ihr den? Das ist der Markus, unser Makita Markus. Oder Dosen Markus. Oder Dosen Markus, er hat viele Namen. Ja, er hat sehr, sehr viele Namen. Sehr cool. Das gefällt mir. Ja, der erste kleine Stopp hier am Zwillbrocker Fenn. Das ist so ein Naturschutzgebiet, da kann man gucken. Da sind auch Flamingos zu sehen da hinten. Die haben wir heute auf dem Weg hierhin schon gesehen. Das ist echt genial. Das ist echt so ein Moorgebiet hier. Kann man aber sehen. Das ist alles voller Moor. Sehr interessant. Ich mag sowas ja. Da geht's da hin. Von da sind wir gekommen. So. Also letztes Mal, wo wir in Koblenz waren, habe ich ja alle mal vorgestellt. Und da waren ja der Helmut und die Gabi leider nicht dabei. Aber jetzt sind sie heute dabei. Genau, das ist nämlich der Helmut. Das ist nämlich unser Handbiker hier. Und daneben, da steht die Gabi.
Wie gesagt, die waren letztes Mal in Kohl, nicht dabei, aber heute sind sie dabei und das freut uns sehr, dass sie dabei sind. Und die waren gestern Eis essen oder letztens, ne? Habe ich gesehen im Video. Ja. Freitag waren die Eis essen. Ja, da sind wir ein bisschen neidisch, wir hatten nämlich dieses Jahr noch keins. Ihr habt da keins bekommen, da so viel los. Ja, genau. Ich dachte, ihr bringt mir heute eins mit, aber es war ja wohl nichts. Da wäre nicht mehr viel von da. Aber das holen wir mal nach. Auf jeden Fall, das machen wir. Ja, in diesem Sinne geht es jetzt mal weiter. Ich will ja meine Ansprüche jetzt hier nicht hochschrauben, ne? Aber wenn es in diesem Tempo so weitergeht, dann können wir direkt umdrehen und zurückfahren zum Parkplatz. Hallo? Ja. Wir sind eben schon 20 gefahren, das war viel zu schnell. Meter, was, Meter. 20 Meter? 20 Meter in der Stunde. 20 km/h. Ging doch gar nicht bergab. Oder? Ich glaube, ich unterhalte mich hier gerade nicht mit Profis. Die Gruppe zieht sich gerade so ein bisschen in die Länge hier. Ja, ein Teil haben wir nach vorne. Hier sieht man auch schon schön die Knotenpunkte, die es hier auch gibt. Dieses Knotenpunktsystem. Ja, und hinter uns der Rest der Truppe. Jo, herzlich willkommen in den Niederlanden. Ja, und damit befinden wir uns in den Niederlanden. Und der Helmut auch am Start hier. Okay, das nimmt kein Ende hier. Es wird immer mehr. Es nimmt kein Ende. Alle wieder eingefahren. Ja, sehr schön. Oh oh. Tja, was zu machen? Jetzt bin ich das Schlusslicht hier. Ja, ich bin jetzt das Schlusslicht hier von der Truppe. Ich habe gerade mal gefilmt, wie alle vorbeigefahren sind. Ja, und wie ich eben schon erwähnt habe, wir befinden uns jetzt ja schon in Holland. Oder Niederlande, wie auch immer. Kann man sofort sehen, die Häuser sehen anders aus, die Straßen sind anders. Geile Radwege. Ja, und die Dörfer. Ja, im Grenzgebiet hier sind recht klein. Ich glaube, da kommt ein Auto von hinten. Den lassen wir mal durch. Ja, mit der Truppe. Es ist einfach nur ein Träumchen. Es macht immer wieder Spaß. Ja, mittlerweile ist es soweit, dass man die Leute auch besser kennt. Man erkennt sie dann auch mal wieder. Ja, wie der eine heute schon sagte, die kennen uns aus den Videos, aber wir kennen die halt nicht. Ja, das ist immer so ein bisschen ein Nachteil. Aber wir üben ja noch, ne? Moin. Ja, hier wird noch schön Rasen gemäht am Sonntag. So einen brauche ich auch noch. Aufsitzrasenmäher. Aber nicht für meinen 10 Quadratmeter. Die kenne ich. Da, meine Frau.
du schon wieder. Endlich mal eine Pause. Ja, wir sind am zweiten Stop angekommen. Uns wurde ein Wasserfall versprochen. Den zeige ich euch jetzt mal. Ja, so sehen halt Wasserfälle in den Niederlanden aus. Ja, wir befinden uns immer noch an dem Wehr und die Pause ist noch nicht zu Ende, aber es kann sich nur noch um Stunden handeln, weil ihr kennt das ja, wenn wir mit den Devils unterwegs sind, kurze Pause gibt es hier nicht. Ich zeige euch mal eben den Jungs und Damen, die Damen und Herren zeige ich euch mal eben. Ja, und gleich geht es dann in die Gastronomie, wo es dann ja, Käffchen, Kuchen, was ein bisschen was zu essen gibt mit allem Mann. Bin ich immer gespannt, wo wir da landen. Ja, da geht's los, wir wollen starten. Was ist? Der Peter ist wieder kopflos. Entschuldigung, helmlos ist er, nicht kopflos. Ja, kopflos ist er auch, aber der Helm fehlte. Weiter! Ja, wir haben es auch tatsächlich geschafft, den zweiten Stop zu verlassen. Ich weiß gar nicht, wo es jetzt hingeht. Hat er zwar gesagt heute Morgen, der Sebastian, aber ich weiß gar nicht mehr, was jetzt als nächstes dran war. Egal, lass uns überraschen. Ja, so ein paar sind wir ja schon wieder, ne? Muss man ja so sagen. Geht voran.
Das heißt ja immer ein Spruch, wenn das Fremden Freunde werden. Ich mach da Abstriche. Solche Experten hier. Die manipulieren mein Videomaterial. Das geht doch nicht. Weiter geht's. Oh, könnt ihr die Frische hören? Ja, ein Vorsteig hier, aber richtig. Das müsste hier noch das Naturschutzgebiet Haagsbergen sein. Noch so ein Vorsteig hier. Ja, wir sind noch hier im Naturschutzgebiet Haagsbergen, machen wir gerade noch kurz Pause. Musste gerade mal meine zweite Kamera mal eben neu starten, die Vase hat sich aufgehangen gehabt. Ja, und jetzt stehen wir wieder alle hier versammelt. Und ich fühle mich hier langsam ein bisschen gemobbt. Warum, erzähle ich gleich später. Ja, die Nicole sagt das gerade. Die Nicole und ich, wir waren ja nämlich schon mal. Ja, irgendwie sagt mir mein kleines Gehirn, kommt dir alle bekannt vor. Ja, wir waren ja auch schon mal, genau. Das ist nämlich das Naturschutzgebiet Haagsbergen. Ja. Und da sind wir nämlich schon mal gewesen. Das ist nämlich Schuppen unter Enschede und da haben wir schon mal eine Tour gemacht. Da müsst ihr mal gucken, ich kann das mal verlinken. Also hier, wir waren hier schon mal. Da war schon mal der böse Radfahrer. Genau, da war der böse Radfahrer hier. Also nicht wir sind ja auch die Devils, ja, aber wir sind liebe Devils. Ja, und ja, ich verlinke das Video mal, könnt ihr mal gucken. Wie gesagt, wir waren schon mal hier. Ja, war auch schön, ne? Mhm. Aber war wärmer, glaube ich, als wir hier waren. Ja, der Wind ist ganz schön. Frisch. Siehst du, hätte ich meine Jacke mal doch mitgenommen. Also ein bisschen. Ich habe auch keine mit. Aber im Moment geht's. Ja. Ja, mal gucken, was es gleich noch so gibt. Ich habe übrigens mein Portemonnaie vergessen im Auto. Hast du eins mit? Nee. Jawohl. Geil, Nicole zahlt heute. Yeah! Hat es wieder funktioniert. So, ich tue es noch mal kund vor allen Leuten. Und zwar, ich fühle mich hier gemobbt. Ich bin gerade beim Fahren, ist meine Linse von meiner anderen Kamera beklebt worden mit einem Electric Devils Aufkleber. Wer mobbt dich, hier kleiner, dicker Mann? Ja. Da geht es nämlich schon los. Ja. Aber wie heißt das schön, gemobbt kann nur der werden, der nicht zum Team gehört, ne? 9 von 10 finden Mobbing voll in Ordnung. Ja, genau.
Kilometer 24,9. Ich hoffe, dass wir gleich in die Gastronomie kommen. Der Hunger kommt langsam durch. Oh, langsam kriege ich ein bisschen Schmacht. Oh, schön Kaffee trinken, oh, schön Kuchen, irgendwie sowas. Oh, fehlt jetzt noch. Aber gibt's ja gleich. Ja, wir sind 99 Meter hochgefahren, kann man mal sehen. Was eine bergige Gegend hier. Ist das unsere Gastronomie hier? Das wäre ja schön. Ist das hier unsere Gastronomie? Doch. Oh, das ist aber schön. Na, halten wir hier mal an. Dann gibt es erstmal Käffchen und alles, was dazugehört. Das sieht doch gut aus. Ja, ich würde mal sagen, angekommen. Jetzt gibt es erstmal Kaffee und Kuchen oder ein Bierchen. Wahrscheinlich beides. Also, bis später. Erstmal Pause machen. Kuckuck. Ja, wir sitzen ja schon ein paar Minuten hier. Jetzt haben wir gerade mal schon Kaffee getrunken, Stück Kuchen gegessen, schön ein Weißbier getrunken, alkoholfrei. Alkoholfrei natürlich ist da, weil Nicole bezahlt. Und jetzt will ich schon noch schön Eis, ne, Schatz? Du spinnst wohl. Hier, tick, tick, tick. Es gibt ein Eis. Nicole schmeißt eine Runde. Hat ja kein anderer gehört, ne? Gut. So, ich habe Nicole jetzt reingeschickt, die soll ihn bezahlen. Ja, und für uns geht es jetzt weiter. Endlich mal. Auf Sofa darf ich ja nicht. So, weiter geht's. Siehst du, Nicole muss doch bezahlen, gib mir Handy nicht. Ja, liebe Leute, um mal auf das Thema Mobbing zurückzukommen. Ich habe ja hinten auf meinem Gepäckträger immer diese schöne Kamera. Und wenn man nicht hinguckt, dann sieht die nämlich dann so aus. Das ist doch nicht nett, oder? Sieht doch viel wertvoller. Das sind wie die kleinen Kinder, hier darfst du nichts machen hier. Ey, ist echt wirklich ganz schlimm. Doch, du darfst doch mitfahren. Was? Mitfahren darfst du wieder, darfst nichts machen. Wie, ich darf mitfahren? Natürlich darf ich mitfahren. Ja, hallo? Also darfst du was machen. Das ist ja doch nicht so was. Wie die kleinen Kinder hier. Na, so sind sie halt, ne? So, da gehört die hin. Und der muss runter, sonst geht das nämlich nicht. Aber das Gute ist, jetzt ist der Staub von der Linse runter. Ja, wir sind wieder auf Tour. Nach unserer kurzen, kleinen Pause von, ich sag mal, 120 Minuten ungefähr. Ja, ja, und wie man sieht, der Trupp und der Tross ist schon wieder in Bewegung. Da hinten kann man es sehen. Da stehen sie schon und warten alle. Ja, mit dem Bezahlen gerade in der Gastronomie hat ein bisschen länger gedauert. Weil mit Handy bezahlen ging nicht, ging nur mit Karte. Ja, da mussten wir halt eben schon alle warten, ne? Guckt euch das an, das ist herrlich. Ja, liebe Leute, ich glaube, hier sind wir heute schon mal lang gefahren. Kann das denn wohl sein? Oh ja, hier, Dützland, da geht's hin. Und hier im Bild seht ihr den Malexius. Hallo, grüß euch. Der Kanal heißt auch Malexius, ne? Genau. Vom Kanal Malexius gerne mal gucken. Ist ein kleiner Wanderkollege. Hauptsächlich wandern tut er ja, ne? Und müsst ihr mal reingucken. Und Fahrradfahren auch, natürlich. Bist du eigentlich schon Devil offiziell? Ja, ne? Ich weiß nicht. Ich habe auf jeden Fall Aufkleber bekommen. Dann bist du eigentlich, dann müsstest du eigentlich schon Devil sein, natürlich. Und wenn, dann regeln wir das mal gleich. Ja, wie gesagt, Malexius, auch bei YouTube, gerne mal reingucken. Ja, und wir fahren jetzt wieder Richtung Parkplatz. Und der Malexius, der hat sein E-Bike, ist Marke Eigenbau. So, da könnt ihr mal gucken, das ist eigentlich so ein Gravelbike, richtig?
Genau, und da hat er, ich denke mal, ein Barfangmotor wird das sein, ne? Ein Barfangmotor, 250 Watt und 80 Newtonmeter. Schiebt ordentlich nach vorne. Sehr cool. Ja, seht ihr Leute, es muss nicht immer von der Stange sein, es geht auch anders. Also hier, wir unterhalten uns hier gerade, Jörg, der Malexius und ich, über unsere rasende Geschwindigkeit, die wir hier gerade so verbreiten. Und der Malexius sagt gerade, er hat die Tour heute ein wenig überschätzt. Er hat auch nicht mal, was hast du gesagt? Ich habe noch nicht mal ein Viertel von meinem ersten Akku verbraucht. Mit ja. 720 Watt. Ja, Leute, dann wisst ihr ja Bescheid, ne? 1400 Watt mit. Wofür? Willst du irgendwie willst du ein Atomkraftwerk anschmeißen oder was? Der hat von Reichalten angesprochen. Ja, der hat ja keine Ahnung. Der fährt ja immer Turbo. Kein Wunder. Die gepflegten normalen Radfahrer kommen mit normalem Akku hin. Das ist gar kein Problem. Und bei unserem Schnitt hier, den wir haben, 6 km/h, den wir heute wahrscheinlich noch unterbieten werden. Ja, und wenn es so weitergeht, falle ich gleich um hier. 3,1. Es wird weniger. Mein Gott, ey. Rekordhalter im Langsamfahren hier. Wo soll das noch enden? So, da ist die Anja. Und die Anja hat letztens eine schöne E-Mail geschrieben, dass sie gerne mit uns mal eine Runde drehen möchte, mit mir und mit Nicole. Ja, und das werden wir demnächst auch mal machen. Nur im Moment ist das zeitlich ein bisschen ja, eng getaktet bei uns alle, weil ja, Nicole war ja ein bisschen krank letzte Zeit und hat ja eine Woche zu Hause ein bisschen flach gelegen. Die sah aus, als wenn ich die verhauen hätte. Ja, es war schon echt heftig. Die hat dich im Anschluss nicht verhauen. Nein, 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 nein. Ich tue sowas ja auch nicht. Nee, das sah ein bisschen echt schlimm aus, was sie hatte da. Ne? Ja, das glaube ich. Ja, und ich fahre nächsten Samstag nach Dänemark zum Angeln. Also Leute, wenn ihr mal Interesse habt über Angelvideos, ich habe ja noch einen zweiten Kanal. Der Kanal heißt Thorsten ist raus. Da habe ich gestern mein erstes Video hochgeladen. Ein Angelvideo von 2022. Also wenn ihr mal gucken wollt, da wird demnächst in ein paar Wochen noch eins kommen. Und zwar werde ich nämlich in Dänemark, wenn wir da sind, auch ein Video von machen von dem Angeln. Ja, und wenn ihr Interesse habt, könnt ihr da gerne mal reingucken. Also wie gesagt, Kanal Thorsten ist raus. Werbung in eigener Sache. Wow. Ja. Sehr gut. Hört sich gut an. Ja. Ich werde es weitergeben. Auf jeden Fall. Ja, liebe Leute, wir hatten ja letzte Woche schon mal die Diskussion von wegen Riemen oder Kette. In diesem Fall Riemen. Zeige euch mal, was man davon halten kann, ob gut oder schlecht. Ja, da ist er mal gerissen, der Riemen, würde ich sagen. Ja, ja. Da würde ich sagen, da müssen wir den Horst irgendwie abschleppen jetzt. Ja, genau. Dann will ich den Schlepptau. Ja. Wer hat einen Abschleppseil mit? Der Jörg hat einen, du hast einen Hänger, das tut mir aber leid. Wie weit war das gerade? So einen Riemen hast du? Da hört sich ein bisschen weit an. Die Wortspiele werden so ein bisschen schlüpferig hier. Rausziehen. Ja. Ich fahre nicht wieder her, schiebe mich ein bisschen nicht mehr weit weg. Nee, ich wollte gar nicht. Ah, hier ist noch irgendwie eine Feder. Immer aufpassen, dass ich den hier nicht. So, dann sagt ja. Mal, wie kann man denn so einen Riemen da verbauen? Ja, ich würde mal sagen, den Riemen hat es zerrissen wortwörtlich. Das ist aber kacke. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den Horst mal irgendwie zum Auto kriegen. Ja. Ja, so viel zum Thema Riemen am Fahrrad. Kette hätten wir eben im Kettenschloss gepflegt, aber Riemen ist kaputt. Das ist echt ein Elend. Naja, was wollen wir machen, ne? Werbung für Riemen, Riemen. Katastrophe, Katastrophe, sag ich nur. Ja. Ja, jetzt müssen wir den irgendwie, den Jungen wegkriegen. Ja, das schauen wir schon. Wir sind ja nicht umsonst die Electric Devils, oder?
Wir sind mit 45 Leuten hier. Da können wir den mit 44 Leuten noch wo ziehen, oder? Für den Seil hast du so schwer ist er ja noch nicht. Nee, hast nicht das Fahrrad. Ach so. Da nehme ich jetzt raus, das ist intern. So Leute, wenn sowas passiert hier, bei dem Horst ist ja der Riemen gerissen. Dann wird mal eben eine Hundeleine umfunktioniert zum Abschleppseil. Mach das hier dran, Peter. Mach das hier. Hinten ist besser. Je mehr Abstand, sonst fährt er dir hinten drauf. Ja. Ja. Aber siehst du jetzt hier. Peter ist heute der schwarze Engel. Peter ist heute kein Engel. Ja, aber Sachen passieren. Da muss ich das. Horst, das muss ich mal direkt mal fragen. Wie fühlt man sich so, wenn man vom Peter direkt abgeschleppt wird, vor allen Leuten? Ja, ich schon ein bisschen. Ist mir ein klein wenig peinlich. Ehrlich? Nein. Wär's mir auch. Da hat er nichts zu ziehen. Da ist einfach nur anfahren und dann. Wenn er einmal rollt, dann rollt er. Ne? Man nennt dich auch den LKW, ne? Den LKW? Also vom Umfang her, oder? Ja. So ein kleines Kächern, ja? Wenn du hier einen Abschlepper machst. Ich muss immer ADAC arbeiten. Du bist heute kein Devil, du bist heute ein Engel. Ein also. Black Engel. Ah, nee, bitte nicht. Doch. Black Angel. Sometimes I wanna be an angel. Ist das nicht schön? Ah ja, Leute, es geht voran hier. Ja, wir müssen uns das helfen, was sollen wir machen, ne? Wenn sowas passiert. Dann steht der einfach. Ach, hier ist mein Fahrrad. Jetzt renne ich ja schon dran vorbei, um Gottes Willen. Oh, schon wieder. Hülse! Warst du das? Leute, guckt euch das an. Ich werde hier echt sabotiert. Guckt euch das an hier, schon wieder. Ich hätte schon längst die Kamera abgebaut. Der da hinten war das. Warst du das wieder? Was passiert? Mit meiner Kamera? Das kann ich nicht gewesen sein. Was, warum? Der klebt gerade. Ach, das. Siehst du, guck mal, Hülse, da hinten, da lacht er. Da lacht er schon wieder. Du Teufel! Und ich werde automatisch verdächtig, ne? Ja, weil er gesagt hat, ich hätte gar nicht so viel Aufkleber. Ja, weiter geht's. Ja, dann wollen wir mal weiterfahren. Ich mache den Aufkleber jetzt mal mit mir da runter. Ja, liebe Leute, ich kann den Parkplatz schon sehen. Ist natürlich auch eine Erleichterung für den Peter, der gerade einen Abschleppdienst spielt hier gerade, für den Horst. Weil da ist ja der Zahnriemen leider gerissen oder der Riemen gerissen am Fahrrad. Ja, wir sind gleich wieder am Parkplatz. Das war's dann mit der Tour heute. Hat wieder echt einen riesen Spaß gemacht. Das war wirklich wieder richtig schön. Ich werde noch mal ein paar ergänzende Worte dazu abgeben und dann werden wir diese Tour für heute beenden. So, die letzten paar Meter. Ja, liebe Leute, heute Morgen sind wir hier rechts reingefahren und jetzt sind wir wieder da. Da ist der Sebastian, der hat heute die ganze Tour und alles geplant. Sebastian, vielen Dank. Dankeschön. Also ich würde sagen, der Horst, ich würde sagen, den Riemen, den würde ich gar nicht mehr drauf machen lassen. Ich würde einfach den Peter mieten. Fertig. Ja, also, oder? Das ist seine Idee. Ja. Ich fahre demnächst nur noch kommst du nicht mehr, dann kommst du nicht mehr in Schweiß. Es ist, besser geht's doch gar nicht. Ich kaufe einen neuen Riemen, ich kaufe eine Hundeleine. Ja, bitte auch hier. Man kauft, wir kaufen uns jetzt alle einen Peter. Ich kaufe keine neuen Riemen. Ich kaufe eine Hundeleine. Und dann musst du mich überziehen. Ja. Ja, den baue ich dann auch aus, dann ist mein Rad leichter. Also Horst, du hast dich jetzt abschleppen lassen. Ja. Ja, hier gehen Sachen ab, Leute, das glaubt ihr nicht. Definitiv. So, wie ihr sehen könnt. Hier stehen sie alle und packen ihre Fahrräder wieder ein. Das kann gar nicht schnell genug gehen. Hier alle wollen sie schnell wieder weg. Verstehe ich überhaupt nicht. So. Da wird Fußball gehört.
das Spiel mit Bayer Leverkusen, ob die heute Meister werden oder nicht. Wir werden es sehen, wir werden es hören. So, auf zum Auto. Fahrrad drauf und ab geht das. Da ist der Harry auch schon am Abmoderieren. 5,9 ist die Durchschnittsgeschwindigkeit. Damit war die Tour devilsfaukelig. Also. Ja, liebe Leute, alles in allem, der Tag ist beendet hier. Der Tag war wieder super. Es hat wieder einen riesen Spaß gemacht. Wieder viele Leute kennengelernt, ein bisschen näher kennengelernt, besser gesagt. Und ja, nette Gespräche geführt. Ja, viel gesehen, was getrunken, was gegessen und Spaß gehabt. Ja, der darf natürlich nicht zu kurz kommen. Und den haben wir ja immer, wenn wir unterwegs sind. Ja, und ja, in diesem Sinne, wir werden jetzt aufladen, ganz gemütlich, Klamotten einpacken. Und bei allen gepflegt verabschieden. Ja, und dann werden wir langsam und gemütlich wieder die Heimreise antreten. Ja. Und das war's dann. Alles Weitere demnächst auf diesem Kanal. Ich wünsche euch was. Viele Grüße von Thorsten und der Nicole natürlich, die steht dahinter. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Leute, wie ihr hört, die Glocken läuten. Das heißt, Feierabend für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Euer Thorsten. Ciao.